bis ich dann meine erste Handpen mir kaufen konnte. Als ich die dann hatte, hat mich das auch super angetan, habe mir gedacht, boah, ich brauche auch so ein Instrument. Und wir werden das bestimmt bereuen, wenn wir das nie ausprobieren. Aber dann kam dieses Instrument und ich habe die anderen Ideen alle beiseite geworfen. Und im Anschluss bearbeiten wir das ganze Instrument. Und dann hat man ein Qualitätsmerkmal, was uns wichtig ist, hinbekommen. Und zwar jeder und jede sozusagen eine eigene Handschrift. Wir sind jetzt heute bei Nemo Sounds und ich würde gerne euch erstmal vorstellen, das ist Nils, das ist Moritz. Vielleicht könnt ihr ein bisschen was dazu erzählen, wie ihr zu Nemo Sounds gekommen seid, wie ist eigentlich euer Weg gewesen, um dieses Instrument zu bauen, womit hat es überhaupt gestartet? Gestartet hat das, dass ich in Istanbul war 2012, 13, da habe ich Erasmus gemacht und ich habe da studiert und da bin ich in diese sehr lebendige Musikwelt eingetaucht und insbesondere die Percussion-Welt dort hat mich sehr begeistert. Im Laufe der Zeit dort habe ich angefangen, Dabuka und ein bisschen Rahmentrommel zu spielen und als ich dann zu Hause war, habe ich damit weitergespielt und wie man das so macht, habe ich natürlich auch auf YouTube irgendwie dazu mir Sachen angeschaut. Dann wurde mir relativ schnell, ich glaube es war von David Kuckermann, der ja seine Wurzeln auch in so Arabic Percussion irgendwie hat, ein Handpan-Video angezeigt von seinem Album. Und die Klänge davon haben mich total fasziniert und ich wollte mir gerne eine kaufen. Damals, das war dann so Ende 2013 müsste das gewesen sein, gab es schlicht und weg keine, die verfügbar war einfach zum Kaufen. Also ich hatte das Geld, hätte gerne eine gehabt und es gab einfach keine, beziehungsweise es gab sehr vereinzelt welche zu finden, die mir dann aber nicht gefallen haben. Und ja, hat dann noch ein Dreivierteljahr oder so gedauert, die ich irgendwie in Handpan-Foren abgehangen habe und alles durchforstet habe, was es so gab, bis ich dann meine erste Handpan mir kaufen konnte. Als ich die dann hatte, hat mich das auch derart weggeflasht, dass ich jeden Tag damit stundenlang gespielt habe und recht schnell mir dachte, boah, wäre eigentlich ja schon ziemlich cool, noch eine zweite zu haben, vielleicht eine andere Stimmung oder so. Und irgendwie diese aus der Kombination von keiner Verfügbarkeit und der eigenen großen Faszination davon, dachte ich mir so, wie baut man die eigentlich und warum gibt es davon so wenige und so weiter und so fort. Und so war quasi so eine Wurzel von der Idee. Und Nils und ich kennen uns seit, keine Ahnung, 2009 oder so vom Studium. Wir haben genau. Eigentlich bei der Sonderpädagogik studiert und hatten über die Jahre Kontakt immer gehabt. Und irgendwann saßen wir zusammen im Park und haben uns darüber unterhalten, keine Ahnung, eine Runde Schach gespielt und darüber gequatscht. Und du wolltest auch irgendwie gerne was Eigenes machen irgendwie. Du warst so auf der Suche nach irgendeinem coolen Projekt, das du in die Tat umsetzen kannst. Und als ich das so erzählt habe, warst du so direkt von Anfang an irgendwie interessiert daran, ne? Genau, man muss dazu sagen, ich habe das Instrument dann bei dir auf dem Geburtstag kennengelernt, das erste Mal. Ja. Und weiß noch, dass wir irgendwann nachts bei Moritz im Schlafzimmer saßen und er dann auf seinem Instrument gespielt hat. Und ich kannte das Instrument nur vom Hörensagen vorher, aber hatte es selber noch nie live gehört und war super fasziniert von dem Sound, den Moritz da rausgeholt hat auf seinem Geburtstag und war direkt super angetan, habe mir gedacht, boah, ich brauche auch so ein Instrument. Genau, und dann, wie Moritz schon erwähnt hat, hat das einfach vom Timing gerade super gepasst, da ich auch Lust hatte, mich irgendwie neben dem Studium selbst zu verwirklichen und nach Ideen zu suchen, was man so machen könnte. Und als Moritz dann meinte, es wäre auch schön, verschiedene Soundmodelle zu haben von dem Instrument und er Lust hätte, das Experiment zu wagen, diese herzustellen, habe ich einfach gedacht mit ihm zusammen, hey, jetzt gerade haben wir noch die Möglichkeit, wir haben wenig Verpflichtungen und wir werden das bestimmt bereuen, wenn wir das nie ausprobieren und sind da mit einem gesunden Optimismus rangegangen, diese Instrumente zu bauen. Ich war da wahrscheinlich ein bisschen sehr optimistisch, wie lange das Ganze so in Anspruch nehmen würde zeitlich und habe gedacht, das ist ja im Grunde einfach nur ein UFO aussehendes Musikinstrument mit so ein paar Dellen drin, das kriegt man bestimmt blitzschnell selber hin. 6 Wochen hat er gedacht. 6 Wochen habe ich gedacht. Am Ende sind da 2 Jahre raus geworden. Ich habe eben rausgehört, dass Moritz, du hast in Foren Research betrieben, was macht eine gute Handpen aus. Habt ihr das dann so auch weitergemacht, dass ihr quasi online euch einfach durchgelesen habt, wie man sowas bauen kann? Gab es da irgendwie eine Anleitung? Oder? Also letztendlich, Moritz hat da schon ein bisschen Vorarbeit geleistet gehabt, indem er sich ein bisschen informiert hat.
welche Werkzeuge etc. braucht man denn, um so ein Instrument herzustellen, und hatte so eine ganz grobe Idee, wie das Ganze funktionieren könnte. Damals gab es noch ein Forum, mittlerweile ist das nicht mehr ganz so aktiv, das Forum, oder wurde auch abgeschaltet mittlerweile. Aber das war ein Forum, wo viele Hersteller oder Leute, die sich schon mal mit der Thematik auseinandergesetzt haben, ihre Erfahrungen geteilt haben und es einen regen Diskurs gab. Dort hat man natürlich jetzt nicht lernen können, wie baut man eine Hempen von A bis Z. Also hat keiner ein Video hochgeladen, gesagt hat, hier, somit fangt ihr an, das ist das Starter-Tutorial quasi. Nein. In dem Sinne nicht, aber es gab zumindest noch mal Informationen, die man sammeln konnte und sich so eine Art Mini-Anleitung als Inspiration zusammen vorstellen konnte. Also man muss dazu sagen, die Handpen an sich hat ja quasi, könnte man sagen, ein Mutterinstrument, das ist die Steelpan, das das Nationalinstrument von Trinidad ist. Und das wird seit, keine Ahnung, ungefähr den 30ern an gebaut. Und dazu gab es halt Literatur, auch zwar spärliche, aber die Physik und die Prinzipien, die dahinter stehen, sind erstmal die gleichen. Also die Inspiration, die Handpan zu bauen, ist quasi aus der Steelpan entstanden. Genau, jetzt nicht in unserem Fall, aber generell ist quasi die Handpan eine Art Derivation von der Steelpan oder ein Hybridinstrument so gesehen. Und zu der Steelpan gibt es eben Informationen, so wie, welche Arten von Stahl kann man nutzen, wie kann man diesen Stahl bearbeiten, welche Werkzeuge kann man dafür benutzen, welche Phasen beim Bauen gibt es und so weiter, wie ist die Physik dahinter, wie funktioniert das, und so findet man Sachen, aber das ist halt erstmal auch nur spanisch, wenn man das liest und das nicht mit praktischen Erfahrungen verknüpfen kann und so, aber so, man findet ein bisschen was, oder man fand ein bisschen was in dem Forum, wo sich ein Haufen anderer Enthusiasten, die alle nicht so wirklich viel Ahnung hatten, die aber angefangen haben, da irgendwie sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, sich austauschen, so, hey, ich habe jetzt das hier ausprobiert und dann habe ich das Werkzeug da und guck mal, dann werden da Fotos gepostet und Nachfragen gestellt und so. Da gab es dann so einen ganz groben Plan, zum Beispiel, da hast du das Blech und das muss in die Grundform da erstmal, das kann man so und so machen und dann muss man da irgendwie diese Mulden da reinkriegen, die Dimpel, wie kann man das denn machen? Ah, da kann man sich so Formen lasern lassen und so weiter. Also es war quasi wie so eine Fotoanleitung, die man hatte. Man hatte so ein paar Hinweise, aber wie man da hinkommt, das musste jeder selbst herausfinden. Man muss vielleicht, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Vorweggreifen ist, aber man kann zum Handpens bauen generell sagen, also jeder Millimeter, den man auf der zumindest bespielbaren Oberfläche sieht, also zum Beispiel auf der Oberseite, bei Bottom Notes auch mit der Unterseite, ist gehämmert. Das heißt, auf jedem Millimeter wurde gehämmert. Mit tausenden Hammerschlägen auf der gesamten Oberfläche bei jedem Instrument. Und dadurch verändert man die Struktur und die Spannungs- und Druckverhältnisse innerhalb von dem Stahl, die letzten Endes dafür sorgen, dass das auf eine bestimmte Art und Weise schwingt. Es kommt sozusagen auf die inneren Werte von dem Instrument an. Das heißt, man könnte jetzt nicht den Ansatz vor allem verfolgen, sich das anzuschauen, zu denken, okay, so sieht das aus, ich nehme jetzt ein Blech und bringe das genau in dieselbe Form und dann wird das auch genau so klingen. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, man kann bestimmte Teile, also natürlich hat die konkrete Form und die Architektur Auswirkungen auf die Funktionsweise und den Klang von der Handpan, aber halt, es sind nur einige Parameter und die stehen immer in einem Zusammenspiel mit der Arbeit mit dem Hammer, was halt so in Anführungszeichen das Wichtigste ist. Du hast deine Inspiration aus dem Musizieren bekommen. Du hast das, die Handpan eben, hast du eben vorgestellt, dass du halt dir die erste Handpan gekauft hast. Dann wolltest du eine andere Stimmung haben, wolltest mit dieser Stimmung dann weitermachen, dachtest, okay, ich brauche noch eine, aber das kann man sich irgendwie nicht leisten. Ja. Ich komme auf die Idee und denke so, hey, vielleicht kann man dieses Instrument selbst bauen. Aber Nils, welche Motivation hattest du, um dieses Instrument zu bauen? Du hast eben erzählt, du hast Moritz spielen sehen. Es war irgendwie die klangliche Sache, die dich überzeugt hat. Aber hattest du schon immer irgendwie Lust, was Handwerkliches zu machen? Oder kommst du eigentlich aus einem ganz anderen Bereich? Also eigentlich habe ich ja, wie Moritz schon erwähnt, hat eben zusammen mit ihm auf Lehramt studiert. Das heißt, eigentlich war der Fahrplan von meiner Seite, dass ich Lehrer irgendwann mal werde. Habe aber während des Studiums schon gemerkt, wahrscheinlich durch meinen Vater irgendwo geprägt, der auch selbstständig war, dass ich super große Lust habe, an die Selbstständigkeit reinzufühlen, ob das was für mich ist oder nicht. Die Handpan hat irgendwas mit mir angestellt in der Sekunde, wo ich das gehört habe, dass ich gedacht habe, boah, das ist jetzt mein Projekt, da habe ich super viel Lust drauf, mit Moritz das umzusetzen. Ich weiß noch, zu dem Zeitpunkt hatte ich gerade eine ganz andere Idee, was ich machen möchte und hatte mich im Bereich Fußball-Dummies ausprobiert, hatte da gerade meinen ersten Prototypen angefertigt.
Genau, ganz schnell irgendwie für Freistoßmauern, dass man da Figuren aufstellen kann. Genau, also ein ganz anderer Bereich eigentlich zu der Zeit. Aber dann kam dieses Instrument und ich habe die anderen Ideen alle beiseite geworfen und habe gesagt, ey, nee, genau das machen wir jetzt. Wir bauen diese Instrumente. Und der erste Plan war eigentlich, ein Instrument für mich selber dann anzufertigen, da ich auch meine erste Headband habe. Und daraus ist die Idee entstanden. Wie lange hat es gedauert, bis du diesen Plan umsetzen konntest? Also das erste Schwierige war tatsächlich für uns beiden, da wir beide Studenten waren und jetzt nicht super viel Geld zur Verfügung hatten, dass wir erstmal eine Räumlichkeit finden mussten, wo wir diese Instrumente überhaupt herstellen können. Vor allen Dingen, da man ja mit einem Hammer auf Stahl arbeitet, kann man sich vorstellen, dass das mit einer entsprechenden Lautstärke verbunden ist, dieser Herstellungsprozess. Dann nehme ich mal an, ihr habt nicht in eurem WG-Zimmer gestartet. Nee, haben wir nicht. Die Überlegung war da, auch im Kellerraum. Bei uns im Keller, ne? Aber zum Glück haben wir das nicht probiert, weil ich glaube, da wären unsere Nachbarn uns ziemlich schnell auf der Matte gestanden und hätten uns gefragt, ob auch alles sauber bei uns ist. Wir hatten mal die Zeitung angefangen und hatten dann ein Inserat hochgeladen, dass wir eine Werkstatt suchen, aber unser Budget relativ gering ist und wir aber auch sehr laut sind. Hat sich erstaunlicherweise niemand drauf gemeldet. War wohl nicht so ansprechend, diese Anfrage. Und ja, dann haben wir irgendwie uns die ersten Sachen herstellen lassen, aber hatten noch gar keine Räumlichkeiten dafür. Ja. Und dann durch Studium hat sich die Idee auch erst einmal ein bisschen noch nach hinten gerückt, nachdem sich niemand gemeldet hat für eine Werkstatt. Ja, ja. In welchem Jahr befinden wir uns jetzt gerade? Wir befinden uns irgendwo bei 2015, okay. 2016 so grob. Genau. In dem Dreh. Und ja, dann war die Idee schon so halb wieder irgendwo auf eine Art und Weise eingeschlafen, weil wir nichts gefunden haben. Ja. Bis wir uns dann irgendwann, ich glaube, nachdem wir ein halbes Jahr Stillstand hatten, irgendwie wieder getroffen haben. Und da haben wir uns gedacht, boah, irgendwie, wir müssen dieses Thema angehen. Und haben dann alle möglichen Lokalitäten in der Umgebung einfach abgefragt, indem wir da hingelaufen sind und gefragt haben, ob dann da irgendwo noch ein Raum für uns beiden übrig ist. Haben aber auch nicht wirklich das Passende gefunden und haben dann über Zufall einen Raum gefunden, der uns sehr zugesagt hat, den wir uns am Anfang auch noch mit einem dritten Bekannten zusammen geteilt haben, damit es billiger wird. Der konnte mal erst ab 18 Uhr und am Wochenende und wir vorher und dann hat das irgendwie sehr gut gepasst, uns das mit ihm zu teilen und ja. Das ist jetzt auch der Ort, in dem wir uns befinden. Das ist so halb der Ort, in dem wir uns jetzt befinden. Also im Laufe der Zeit, wir haben mit einem ganz kleinen Raum angefangen und haben dann... Jetzt sieht man vielleicht gleich, da schäben wir dann mit den bunten Wänden. Genau, im Laufe der Zeit hat sich das alles so ein bisschen entwickelt. Wir haben verschiedene Räume hier die Möglichkeit gehabt, uns auszuprobieren und haben dank einer sehr netten Vermieterin, die wir hier haben, die Möglichkeit gehabt, dann Stück für Stück unseren Ansprüchen zu vergrößern. Eine weitere Frage. Du bist eben schon ein bisschen darauf eingegangen, wie so eine Handpan funktioniert. Du hast ein bisschen auch erzählt, wie man sowas herstellt. Kann man grob im Schnelldurchlauf eigentlich erklären, wie so ein Instrument funktioniert? Also, ist das also ganz grob kann man das wohl machen. Also funktioniert und herstellen sind nochmal irgendwie zwei Sachen, aber man kann kurz erklären, wie es... Genau, gehen wir erst auf die Funktion ein. Funktion, also wenn sich das anschaut, ist das ja so ein Schildkrötenpanzerartiges Ding, das aus zwei Hälften besteht, die miteinander verklebt werden. Und dann, was einem direkt ins Auge fällt, wenn man so eine Handpan sieht, ist, dass die so besondere Dellen da hier hat. Und in der Nähe von diesen Dellen befinden sich auch jeweils unterschiedliche Töne. Die entstehen jetzt nicht durch diese Delle an sich, aber die ist quasi Bestandteil von dem Tonfeld. Und das Tonfeld ist eine ovale Fläche, die man in diese gewölbte Oberfläche eingearbeitet hat. Das Tonfeld fungiert wie eine Art Membran. Das heißt, wir haben das derart mit einem Hammer bearbeitet, auf allen Seiten. Ganz, ganz fein das Material an bestimmten Stellen verformt und Druck darin aufgebaut, wenn es berührt wird, innerhalb von bestimmten Grenzen schwingt. Das heißt, wenn ich mir so ein Handpan jetzt anschaue, dann gibt es so ganz grob die Spielflächen, wo quasi klare Töne rauskommen, das sind die Tonfelder und die sind so gesehen eingefasst
in diesem Zwischenbereich, den nennen wir Interstitial-Bereich, der so ein bisschen die Funktion hat, den Tonfeldern Stabilität zu geben. Ist der Bereich einfach ein toter Bereich oder können wir damit irgendwas machen? Nee, der ist nicht tot. Also man kann den grundsätzlich zum Spielen nutzen. Man hört auch, je nachdem, wo genau man das anspielt und mit welcher Art von Attack man das anspielt, gibt es entweder einen trockenen Klang oder manchmal auch ein bisschen sprechen die Tonfelder aus der Nähe so ganz leicht mit an. Das heißt, man kann das als perkussives Element nutzen beim Spielen oder auch sowas machen. Keine Grenzen. Was jetzt stark auffällt, ist, dass in der Mitte ein Tonfeld ist, was ganz anders aussieht als die umliegenden Tonfelder. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu dem Tonfeld noch erzählen. Genau, das Tonfeld in der Mitte gefällt den meisten Leuten besonders gut. Das gemeinhin als Ding bezeichnet wird. Das ist in aller Regel das tiefste Tonfeld, was sich auf der Oberseite dann befindet. Ja, das ist so der Basston, den man häufig beim Spielen so zum Grooven nutzt und auch so den Grundton von der Skala normalerweise darstellt. Und was so direkt ins Auge springt, ist, dass der fast immer, also die Wölbung von den Tonfeldern geht meistens nach innen und die Wölbung von dem Tonfeld in der Mitte geht meistens nach außen. Das ist kein Zufall, sondern das hat eine bestimmte Funktion. Sowohl gibt es einen bestimmten Ton, ich dämpfe das gerade mal, damit man das hört, also quasi auf diesen Nöppel da drauf schlägt, den anschlägt, kriegt man so einen Kick-Sound, der sich immer, wenn man das anspielt, da unten drunter liegt, dem Ganzen so ein bisschen knackigen Unterton gibt. Und zum anderen endet die Art und Weise, wie der gestaltet ist, auch die Art und Weise, wie das Tonfeld später dann schwingt. Und es gibt ihm ein bisschen anderen Wumms und verändert das Schwingungsverhalten des Tonfelds ein kleines bisschen. Und man möchte, dass das Tonfeld in der Mitte sich ein kleines bisschen auch vom Charakter her, nicht nur von der Tonhöhe, von den umliegenden unterscheidet in der Regel. Das spiegelt sich dann auch in der Gestaltung wieder. Nils, jetzt hat der Moritz über die Funktion berichtet, wie so eine Handpan aufgebaut ist. Aber wie ist denn der Herstellungsprozess? Also wie fängt das Ganze an? Hast du am Anfang eine Stahlplatte, die du dann selbst aushämmerst und wölbst? Oder wo ist der Start von so einem Instrument? Ich versuche das mal halbwegs überschaulich darzustellen, überschaubar. Und zwar ist es so, genau wie du erwähnt hast, letztendlich kann man sich eine Handpan in ihrem Grundstadium vorstellen, dass es im Grunde zwei Stahlplatten sind, oder Stahlbleche, besser gesagt, die man in die gewünschte Form bringt. Ganz am Anfang haben wir das auch so gemacht, dass wir ein Stahlblech hatten, was wir zwischen zwei Ringe eingeklemmt haben und damit zum großen Holzhammer 4 Stunden lang runtergetrieben haben, um es in diese Halbschalenform zu bekommen, als Startpunkt im Grunde. Macht auch sehr viel Spaß am Anfang. Allerdings ist es für den Körper jetzt nicht unbedingt das Beste, wenn man 4 Stunden lang mit dem Hammer sehr viel Gewalt den Stahl runtertreibt. Und auch von der Genauigkeit her bekommt man es nicht ganz perfekt hin, dass keine Beulen mehr zu sehen sind. Und wir haben festgestellt, dass wenn wir mit Halbschalen, die schon tiefgezogen sind, in diese Formen arbeiten, dass wir damit bessere Ergebnisse später erlangen. Und dementsprechend haben wir uns einen Partner gesucht, der uns den Stahl schon in diesen Halbschalenformen zuliefert. Hat dann noch keinen Klang in irgendeiner Art und Weise, aber ist ein gutes Ausgangsmaterial, mit dem wir arbeiten können. Im nächsten Schritt geht es dann darum, dass wir erst einmal festlegen wollen, welches Scale wir denn überhaupt bauen. Also zum Beispiel eine der meistgespieltesten Instrumente ist ja eine D-Chord. Und eine D-Chord macht eine bestimmte Tonabfolge von Noten aus, die darauf eingearbeitet sind. Und diese einzelnen Noten haben wir erst einmal in Magnetfolienform vorliegen und ordnen diese Magnetfolien auf der Innenseite der oberen Halbschale entsprechend an. Und da haben wir auch im Laufe der Jahre immer mal wieder die Form von den Durchmessern wieder angepasst und auch von der Lage, wie weit sie zum Rand runter sind, in welchem Abstand sie zueinander liegen, haben wir immer wieder angepasst, je nachdem, was unsere Erfahrung uns sagt, was denn zu einem guten Ergebnis führt, wie wir uns das klanglich vorstellen. Genau, es ist ein sehr langer Weg, einen Handpan zu bauen. Ich bin noch relativ am Anfang gerade.
Im nächsten Schritt geht es dann darum, diese einzelnen Tonfelder, wo es vor allen Dingen auch um die Dimpel geht, also die Einmuldung innerhalb der Handpan, in den Stahl einzuarbeiten. Mhm. Da gibt es ganz unterschiedliche Arten und Weisen, wie man das macht. Im nächsten Schritt, das Instrument sieht zu dem Zeitpunkt schon so ein bisschen aus wie eine Handpan von der Form, aber klingt noch eher wie ein Kochtopf insgesamt, wird die Halbschale dann wieder in eine Tonne eingespannt. Und im Anschluss bearbeiten wir das ganze Instrument mit einem Presslufthammer, der ganz oft die Sekunde hoch und runter geht. Wenn wir das gemacht haben, wird das ganze Instrument erst einmal gebrannt. Das machen wir hauptsächlich aus dem Grund, dass die Materialeigenschaften verändern sich auch beim Brennen und Abkühlen zusätzlich nochmal was unserer Arbeit zugutekommt. Genau. Was könnte passieren, wenn man so einen Vorgang einfach weglässt und sagt so, ich brenne das Instrument nicht? Mhm. Klingt das dann genauso am Ende oder hat man irgendeinen Nachteil dadurch? Also es könnte sein, dass es genauso klingt. Einer der Hauptgründe, warum wir es zum Beispiel öfters brennen, das Instrument, ist folgender. Und zwar ist unsere Idee, dass wenn man selber das Instrument in der Sonne draußen spielen möchte, wird sich das Instrument ja auch erwärmen und dann wieder abkühlen im Endeffekt. Und wenn es dann noch Knotenpunkte gibt, wo ein bisschen zu viel Spannung oder zu viel Drucke sind und die sich dann bei diesem Erhitzen und Abkühlen wieder verändern, könnte sich das Instrument verstimmen und uns ist eine gewisse Stimmstabilität sehr wichtig und dementsprechend brennen wir das Instrument lieber häufiger. Ist das dann quasi auch am Ende ein Kriterium, was eine qualitativ hochwertigere Handpan ausmacht, dass eine Handpan gebrannt wurde und nicht gebrannt, oder kann man das pauschal so gar nicht sagen? Also ich kenne jetzt erstmal keinen Hersteller, der das Brennen komplett weglassen würde. Ich würde das auch nicht empfehlen. Wie häufig man das dann macht, darüber kann man auf jeden Fall streiten. Es kommt auch wahrscheinlich darauf an, wie genau man arbeitet. Aber um deine Frage zu beantworten, ich denke schon, dass sich im Durchschnitt ein signifikanter Qualitätsunterschied ergibt aus zwischen Pans, die nicht gebrannt werden und welchen, die gebrannt werden. Die Schritte, die ich bisher erklärt habe, das ist im Grunde alles die Vorarbeit, die jetzt mit dem Klang des Instrumentes noch gar nicht so viel zusammen zu tun hat. Und zwar, wodurch wir eigentlich diesen Klang erzeugen, der beginnt an dieser Stelle, indem wir die Halbschale, nachdem wir sie gebrannt haben und die Zwischenräume bearbeitet haben, in eine unserer Tuning Stations einspannen. Also sie hat so eine leicht lila, violette Farbe an diesem Zeitpunkt. Das ist eine Anlassfarbe, die bei dem Brennen entsteht. Genau, das heißt, das ist jetzt kein Lack oder sonstiges. Vorher ist das Instrument Silber an dieser Stelle und durchs Brennen bekommt es diese Farbe. Okay. Genau, und die hauptsächliche Arbeit, warum wir uns auch Tuner nennen, auf irgendeine Art und Weise, beginnt dann in einer unserer Tuning Stations. In der Tuning Station wird diese Halbschale dann wieder in Ringe eingespannt und wir arbeiten ab diesem Zeitpunkt mit einem kleinen Handhammer. Und mit diesem Handhammer versuchen wir, Membrane innerhalb dieser einzelnen Tonfelder einzuarbeiten. Ist es so, dass da einmal das A4 als Grundton drin ist in dem Tonfeld, dann haben wir die Oktave und dann haben wir die Quinte der Oktave, als die drei Hauptfrequenzen in dieser halb dieser Membran liegen. Die wiederholen sich in den höheren Oktaven nach einem festen physikalischen Formel immer wieder, genauso wie in der menschlichen Stimme oder wenn man einen Klavierton anschlägt. Und unsere Aufgabe besteht darin, diese einzelnen Frequenzen an den richtigen Punkt zu bringen. Also man kann sich das so vorstellen, dass wir Software haben, wo man bildlich die einzelnen Frequenzen sehen kann. Und mit jedem Hammerschlag verändert man diese drei Frequenzen auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und die Kunst besteht dann darin, letztendlich mit dem letzten Hammerschlag diese drei Frequenzen, nennen wir es mal, zum Einrasten zu bringen. Das Ganze kann man sich vielleicht wie so einen Rubik's Cube vorstellen. Ein Zauberwürfel, genau, der diese verschiedenen Farben hat. Und dort kann man auch nicht erst die grüne, dann die rote, dann die gelbe Farbe etc. machen, sondern man muss irgendwie schaffen, dass am Ende alles ineinander greift. Und so ist das bei dem Stimmen der einzelnen Tonfelder auch. Man kann sich nicht erst an den Grundton, dann die Oktave und die Quinte beschäftigen, sondern muss schauen, dass die alle in einer bestimmten Relation zusammenliegen, dass am letzten Schlag sie alle hinbekommt. Und dann hat man ein Qualitätsmerkmal, was uns wichtig ist, hinbekommen, und zwar, dass das Instrument erst einmal in Tune ist. Und
die nächsten Schritte liegen dann darin, was heißt die nächsten, die passieren auch zeitgleich alle, dass man eine bestimmte Stabilität erreichen möchte. Das heißt, wenn man das Tonfeld leise anschlägt oder stark anschlägt, dass trotzdem ein schöner Sound erklingt und sich das Tonfeld nicht überschlägt. Und zeitgleich die Nachbartonfelder nicht zu sehr in Schwingungen angeregt werden, dass eine Art Crosstalk entsteht. Also, dass man zwei Töne gleichzeitig hört beim Anspielen. Nachdem man alle Tonfelder einmal gestimmt hat, brennen wir erstmal das Instrument noch einmal, um wieder diese einzelnen Knotenpunkte rauszuarbeiten, die auch bei der Arbeit mit dem Hantama entstanden sind. Und im Anschluss müssen wir das ganze Instrument dann noch einmal stimmen. Und je nachdem, wie stabil oder wie gut wir dieses Instrument und die einzelnen Tonfelder an der Stelle befinden, wird dieser Vorgang entsprechend wiederholt. Instrument bedeutet hier nur die obere Schale? Nur die obere Seite, okay. Genau. Okay. Und nachdem wir mit dem Ergebnis zufrieden sind, wird auch zwischendurch poliert und noch ein paar andere Sachen, aber nachdem wir zufrieden sind, wird dann die Oberseite mit der Unterseite verklebt. Warum schweißt man die Handpanne nicht einfach zusammen? Also prinzipiell wird es auch die Möglichkeit geben, natürlich die beiden, also die Ober- und Unterseite miteinander zu verschweißen. Allerdings kann man sich den Kleber, den wir nutzen, wie eine Art kleine Dämmschicht zeitgleich vorstellen, die dem Instrument einen bestimmten Sound verleiht. Wenn man das Ganze zusammen schweißen würde, würde sich dieser Sound auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise ändern. Kriegt ein kleines bisschen metallischeren Sound, wenn man schweißt. Es gibt Leute, die das machen. Insbesondere mit so, es gibt so Funkschweißgeräte, die sehen aus wie so eine Zange. Da kann man die beiden Hälften dann reinmachen und macht man so zzz, zzz. Das heißt, man kriegt dann ganz viele so kleine einzelne Punkte. Das geht, aber es macht einen unterschiedlichen Klang. Habt ihr das mal probiert? Wir haben es nicht probiert, aber Instrumente gehört, die so gebaut sind. Und ihr habt euch für die Klebevariante entschieden, weil ihr gemerkt habt, das ist eher der Sound, den wir später herstellen wollen? Genau, weil wir eher nach einem weicheren Sound gesucht haben. Es gibt so viele verschiedene Handpan-Hersteller mittlerweile auf der Welt. Und auf jedem Kontinent sind andere Personen, die halt eine andere Herangehensweise haben und entwickelt haben, dieses Instrument herzustellen, was dieses Instrument ja auch total individuell macht. Gibt es etwas, wo ihr sagt, das ist unser Alleinstellungsmerkmal für unser Instrument, wenn man eine fremde Handpan mit eurer Handpan vergleicht? Also erstens haben wir schon eine bestimmte Klangvision, die wir dabei verfolgt haben oder die wir generell verfolgen. Und zwar ist es uns persönlich wichtig, dass die Pan fett und voll klingt und wir mögen auch einen relativ langen Sustain. Sustain bedeutet in dem Kontext, wie lange bleibt der Ton stehen, also wie lange hält das nach. Und wir befinden uns da schon eher am längeren Ende. Es gibt auch viele Handpan-Hersteller, die es vielleicht anders sehen, die lieber wollen, dass es kompakter ist und ein bisschen kürzer klingt, was sich vielleicht für perkussiveres Spiel dann auch besser eignet, ein schnelleres Spiel. Und uns hat dieses raumfüllende, satte dabei besonders, ist uns besonders angetan. Und das ist vielleicht auch was uns klanglich von manchen anderen Herstellern unterscheidet. Also das heißt jetzt nicht, dass eine ist besser oder schlechter oder so, aber es gibt halt unterschiedliche Klangvisionen, sage ich jetzt einfach wie mal. Wie seid ihr zu dem Klang gekommen? Habt ihr, ist das, du hast die erste Handpan, die du hattest, hast dem Nils gezeigt, war da schon Inspiration da, wie das klingen soll? Also oder ist das nach und nach irgendwie entstanden? Tatsächlich hatte ich, bis ich dann angefangen habe zu spielen, dann irgendwann vier Handpans gehabt von verschiedenen Makern. Und es gab tatsächlich eine, die mir persönlich mit Abstand am besten gefallen hat. Jetzt nicht nur von der Skala, ich finde die Skala auch besonders, aber ich fand bei der auch den Sound besonders schön. Das war eine Pan von Daniel Bernasconi von Soma Sound Sculptures. Die hatte halt einen relativ langen Nachhall und einen für mich sehr warm und weich klingenden Sound. Und ich dachte mir so, wieso bauen nicht alle solche Handpans? Weil das ist ja wohl das Geilste. Mir ist natürlich schon auch klar, dass Geschmäcker unterschiedlich sind und eben unterschiedliche Ideen verfolgt werden, aber wir haben uns darauf geeinigt, aber wir fanden die beide, die am geilsten und so. Und das war quasi von der Idee her so in der Anfangszeit ein Vorbild, so grundsätzlich. Und ansonsten ist es halt so, jeder Handpan-Bauer oder Bauerin verbringt
sehr, sehr viele Zeit, mit dem Hammer da auf dem Blech rumzuhämmern und diesen Zauberwürfel da zu lösen. Okay. Ja, und es gibt da nicht nur einen Weg, wie so ein Baumdiagramm, so hier, da musst du jetzt fünfmal hinhauen und da dreimal und dann da mal einmal und so zack und dann ist es fertig, sondern man kann jedes Tonfeld auf eine sehr große Zahl von Möglichkeiten sozusagen lösen, also tunen, aber die werden dann nicht genau gleich klingen, sondern man wird halt das Tuning-Programm wird einem so grüne Balken anzeigen, ist in Tune, aber man wird einen unterschiedlichen Sound jeweils dabei rauskriegen und andere Parameter werden sich unterscheiden und dadurch, dass man so viel quasi sein eigenes Süppchen kocht und an seiner Tuning-Station sitzt und seine Ohren und seinen Geschmack nutzt und immer wieder guckt, ob einem das jetzt gefällt oder nicht und das nochmal kaputt macht und nochmal neu aufbaut und so weiter, entwickelt jeder und jede sozusagen eine eigene Handschrift. Ja, aber ihr seid zwei Leute. Mhm. Das, was du jetzt erzählt hast, das tritt ja für eine Person zu, aber ja. Du bist eine ganz andere Person. Mhm. Kommt man sich da nicht als zwei Hersteller in einem Unternehmen in die Quere, weil der eine das Gefühl hat, ich will das so machen, der andere so, klingen eure Handpans ganz anders? Oder habt ihr eine Vision, du hast eben von dieser Vision gesprochen, wie die Handpan dann am Ende klingen soll, aber klingen eure Instrumente deswegen gleich? Tatsächlich ist es so, dass wir die ersten 2 bis 3 Jahre wahrscheinlich zusammen an einem Instrument immer gebaut haben. Das heißt, wir haben uns abgewechselt beim Tunen, beim Stimmen und dadurch haben wir immer wieder analysiert, was ist uns persönlich aufgefallen jetzt gerade, je nachdem, welche Technik wir auch benutzt haben, um die einzelnen Tonfelder zu stimmen. Und dadurch hat sich erstmal ein sehr gemeinsamer Weg ergeben, in dem wir zusammen dran gebaut haben. Dadurch hat sich, sagen wir mal, der Klang manifestiert in einer gewissen Art und Weise von der Substanz am Anfang, wie wir das Ganze handhaben möchten. Und im Anschluss ist es tatsächlich ein bisschen so, dass sowohl Moritz als auch ich ganz leicht unterschiedliche Arten haben, wie wir die einzelnen Tonfelder stimmen. Aber dennoch, dadurch, dass wir, haben wir wahrscheinlich 98-95% irgendwie in der Richtung genau gleich machen. Also die Handschrift ist dieselbe. Nicht nur, wie man das Tonfeld an sich stimmt, spielt eine große Rolle, sondern auch, wie bearbeitet man beispielsweise den Interstitial-Bereich mit dem Presslufthammer oder auch mit welchen Formen arbeitet man, also mit welchen Proportionen innerhalb des Tonfeldes man arbeitet. Wie heiß brennt man da? Wie heiß brennt man es? Und. Es gibt ganz viele Faktoren, die für den Klang verantwortlich sind und auch bestimmte Abstände, die wir zusammen entwickelt haben, innerhalb des Instrumentes, haben eine große Auswirkung und dementsprechend hat sich unsere Klangvision immer weiterentwickelt. Wir haben immer viel analysiert und erzählt, was man, gerade wenn man selber an einem Instrument gebaut hat, wo der andere nicht dabei war, hat man vielleicht Entdeckungen gemacht, die man dem anderen mitteilen möchte, dann hat man sich darüber ausgetauscht und immer weiter an dem Sound gearbeitet und verfeinert und auch verschiedene Qualitätsmerkmale zusammen entwickelt, wo man bestimmten Wert drauf legen wollte für die Zukunft. Ihr seid gerade seit einigen Jahren dabei, ein Instrument mitzuentwickeln, was so neu ist. Inwiefern glaubt ihr, dass die Handpan auch in der Zukunft auf dem musikalischen Markt aller Instrumente etabliert? Welche Rolle wird die Handpan so in der Zukunft haben und welche Rolle hat sie eigentlich im Hier und Jetzt gerade? Das ist eine interessante Frage, da haben wir schon öfters drüber nachgedacht, in der oder einer ähnlichen Form. Also wir finden, dass die Handpan schon was Besonderes ist und bestimmte Eigenschaften aufweist, die sie abhebt von vielen anderen Instrumenten. Und man könnte vielleicht sagen, dass die Handpan, also eins dieser Qualitäten, eine besonders hohe Zugänglichkeit ist. Es kommen viele Leute auf uns zu, die in sich den großen Wunsch tragen, selber Teil von Musik zu sein durch das Musizieren, sage ich jetzt mal, die aber noch häufig noch nicht ein anderes Instrument spielen oder die es vielleicht mal probiert haben mit einer Gitarre und einem Klavier oder so und da aber nicht so dabei geblieben sind. Und die dann irgendwann vielleicht auf der Straße oder irgend bei irgendeiner Performance die Handpan entdeckt haben und zum einen von seinem sehr besonderen, auf viele Leute magisch wirkenden Sound, was natürlich auch was Besonderes ist, bezirzt fühlen, sehr angesprochen fühlen, zum einen und zum anderen vielleicht auch von der Ästhetik und Schlichtheit des Spielens
irgendwie zu dem Gedanken gekommen sind, das würde ich vielleicht auch gerne mal ausprobieren. So, das sieht aus, als würde es zum einen Spaß machen und zum anderen auch, als wäre es nicht so schwierig wie vielleicht Gitarre oder Klavier. Ich meine, schwierig und nicht schwierig ist bei Musikinstrumenten wahrscheinlich nicht so einfach irgendwie zu sagen, weil je nachdem, was man damit macht, kann das immer so oder so sein. Aber der springende Punkt ist, dass die Leute sich dazu empowered fühlen, das anzupacken. So, und sagen so, hey, das kann ich auch machen. Und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, findet man dann raus, ah, das ist in einer Skala meistens gestimmt. Das heißt, es ist schon ein bestimmtes Arrangement von Tönen, die schon mal grundsätzlich ganz gut miteinander klingen. Weil man hört dann so Sachen wie so, das klingt immer harmonisch. Kommt natürlich darauf an, welche Töne man zusammenspielt. Aber im Großen und Ganzen stimmt das ja auch irgendwie. Und insofern bin ich davon überzeugt oder sind wir davon überzeugt, dass das ein fantastisches Gateway-Instrument ist in die Welt der Musik, wo es einem ermöglicht, relativ schnell Klänge, Melodien, Rhythmen, kurze Musik zu kreieren, die schön ist. Und wo man sich selber als selbstwirksam erfährt. Und ich denke, es ist insgesamt weniger frustrierend, anzufangen, Handpan zu spielen, als viele andere Instrumente, ohne dass ich die jetzt dissen will oder so, weil ich glaube, bei vielen anderen Instrumenten braucht man erstmal eine höhere Frustrationstoleranz und ein dickes Fell, so, weil man da an einer ganz basalen Ebene von der Tonerzeugung schon vor massive Herausforderungen gestellt wird, während bei einer Handpan so den Touch muss man auch ein bisschen entwickeln und über die Zeit verfeinern, aber es geht relativ schnell. Und dann kann man aufgrund der Art, dass es eine Skala ist und so weiter, auch relativ schnell so ein bisschen improvisieren und so. Und diese Tatsache bewirkt, dass ich mir denke, das Instrument auch in der Zukunft sehr beliebt sein wird und vielen Leuten einen Zugang zu Musik verschaffen wird. Und das ist eines von den schönsten Sachen bei dem ganzen Instrument, weil es einfach ganz viele Leute zur Musik bringt. Toll. Du hast erzählt, dass es einfach das Instrument einen leichten Zugang gibt, vor allem für Leute auch, die vielleicht noch nicht so eine musikalische Vorkenntnis da hatten, vielleicht noch kein Instrument spielen und dass das die Chance bietet, auch in der Zukunft einfach Musik mehr in die Welt hineinzutragen und auch Leuten halt einen leichteren Zugang ermöglicht. Mhm. Wenn jetzt jemand sich dafür entscheidet, sich eine Handpan zu kaufen, was wäre da die beste Vorgehensweise? Welche Empfehlung kannst du daraus senden? Meine Empfehlung wäre definitiv, dass man Instrumente vorher live anspielt, aus verschiedenen Gründen. Zum einen sind Aufnahmen von den Instrumenten immer auf eine bestimmte Art und Weise verfälscht. Das ist nicht, muss nicht absichtlich sein, sondern das ist einfach, man sitzt in einem Raum, da ist ein Mikrofon, da ist eine bestimmte Akustik, das geht durch irgendwelche elektrischen Prozesse und Softwares und wird dann auf YouTube hochgeladen und so weiter. Das ist nicht immer genau der gleiche Höreindruck, wie wenn man es dann in live hört. So, ne? Deswegen, das ist schon das eine. Und das andere ist, das ist jetzt vielleicht für manche Leute ein Schocker, aber eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, total klar. Jedes Instrument ist in gewisser Weise ein Unikat, weil man ja ein paar tausend Mal darauf gehämmert hat. Und auch wenn wir zum Beispiel großen Wert darauf legen, eine relativ große Konsistenz im Gesamtsound und in der Ausgewogenheit der Instrumente zu haben, ist es in feinen Nuancen notwendigerweise immer ein bisschen anders. Und die unterschiedliche Menschen hören ein kleines bisschen anders und interpretieren ihre Höreindrücke ein bisschen anders und haben ein bisschen anderen Geschmack. Und dann deswegen findet die eine vielleicht das Instrument besser und der andere das Instrument schöner. Und deswegen würde ich dazu raten, wenn man die Möglichkeit hat, Instrumente auf jeden Fall in live anzuspielen und zu gucken, wie fühlt sich das an, wie ist meine Response, wie ist mein inneres Feedback zu dem jeweiligen Instrument und sich dann entscheiden. Man kann natürlich auch ins Internet bestellen, nicht sagen, mach es nicht, aber sei dir bewusst, dass die einzelnen Instrumente ein kleines bisschen unterschiedlich sind und im direkten Vergleich hört man die auch. Wenn man die Möglichkeit hat, nimm die Chance wahr und teste verschiedene aus. Wenn man jetzt eine Handpan von euch kaufen möchte, was ist da für mich der schnellste Weg, an ein Instrument von euch zu kommen? Der schnellste Weg ist
bei einem von unseren Partnern. Partner heißt, wir arbeiten mit verschiedenen Leuten, die Instrumente von uns da haben, in Kontakt zu treten. Es gibt zum Beispiel die Handpan-Schule, das bist ja du. Dort gibt es eigentlich immer Instrumente von uns. Ansonsten arbeiten wir seit zweieinhalb Jahren oder so mit dem Music Store zusammen. Das ist ein großes Musikgeschäft in Köln, die auch einen großen Online-Store haben, aber man auch vor Ort anspielen kann. Dann gibt es immer wieder auch Instrumente bei Volker Botschen in München, mit dem wir auch schon länger zusammenarbeiten, der auch Workshops gibt. Und grundsätzlich kann man uns auch in unserer Werkstatt besuchen kommen. Das ist aber wahrscheinlich aktuell nicht der schnellste Weg, weil wir eine relativ lange Liste haben von Bestellungen, die wir bearbeiten. Und sodass man jetzt nicht sofort hier vorbeikommen kann in der Regel und sich ein Instrument aussuchen. Also wir haben jetzt nicht ein großes Regal, wo fertige Instrumente sind, die man direkt kaufen kann. Ja, dann vielen, vielen Dank für das Interview. Vielen Dank auch, dass ihr so ausführlich auf die Fragen eingegangen seid, dass ihr Einblicke in eure Arbeit gegeben habt. Und dann wünsche ich euch alles Gute auf eurem Weg und freue mich über alle zukünftigen Instrumente, die auf meinem Schoß landen. Ja, danke dir.